Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Saurien. Ich habe den lieben Gabriel wieder dabei. Moinsen da draußen. Und ich bin die Luni. Hallihallo. Und okay, die Sonne geht langsam unter. Wir werden uns wohl demnächst schlafen legen dürfen. Geht sie nicht erst auf? Nee, die geht unter. Nein, die geht unter. Die Schatten werden länger. Ja. Yeah. Oh, hi, Kroko. Wolltest du sich gerade schon mal als Snack anbieten, ja? Ja. So, aber es gab ja auch einen neuen Devlog. Ja, wir haben wieder ein paar News zu berichten. Also eigentlich nur eine. Ja, es war ein durchaus ungewöhnlicher Devlog. Also auch vom Stil her und Aufmachung, das war irgendwie nicht so typisch. Aber naja, mal gucken. Geht darum, dass sie eingesehen haben, so, ja, ein neuer spielbarer Dino, haben wir ein bisschen lange für gebraucht. Sollten wir dran arbeiten. Ja. Und damit sie nicht mehr so lange für einen neuen spielbaren Dino brauchen, haben sie da die Timeline geändert. Bislang hieß es ja Pachycephalosaurus ist der nächste spielbare Dino. Das ist er jetzt nicht mehr. Nein. Sie haben festgestellt, dass sie das so auf die Schnelle mit ihm einfach nicht hinkriegen. Einfach aus dem Grund, sie haben ja dieses Wachstumssystem implementiert. Dafür verändert sich der Pachycephalosaurus allerdings zu stark, als dass sie das jetzt mit ihrer aktuellen Technik hinkriegen. Dementsprechend haben sie jetzt den Trike vorgezogen. Yep, der nächste spielbare Dino wird der Trike, der liebe Triceratops. Genau. Sie haben aber auch gleich gesagt, das wird nicht mit dem nächsten Patch kommen. Also das haben sie gleich gesagt, so nö, dafür brauchen wir noch ein bisschen. Gut, das haben sie beim Pachy auch gesagt, das ist, ja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Soll mit dem übernächsten kommen. Ja, sie haben auch schon ein, ich nenne es mal Trailer, also Ingame-Trailer gezeigt. Vom Trike, vom Jugendlichen, war okay, bis auf das, ich sagen musste, haben sie noch ein bisschen zu polieren. Ja, also es war auch alles noch Work in Progress. Ja, natürlich, klar. Das ist ja alles Work in Progress, Überraschung. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt fertig. Nee, wir sind immer noch in der Pre-Alpha. Ja, sollte man vielleicht auch mal wieder erwähnen. Darf man nicht vergessen. Richtig, genau. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn der Trike nicht so wirklich den Boden berührt. Das kann passieren. Aber in dem Video. In dem Video, genau. Ich denke mal, nachher im fertigen Spiel wird das nicht wesentlich besser aussehen. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mich da überraschen. Ja, du, prinzipiell finde ich es schon mal gut, dass sie eingesehen haben, so, ja, vielleicht haben wir dann doch ein wenig zu lange gebraucht. Warum sie so lange gebraucht haben und was jetzt eigentlich Phase ist, haben sie tatsächlich nicht gesagt. Sie haben gesagt so, hey, wir wären gerne so offen wie möglich zu euch, aber aus firmeninternen Gründen bzw. aus komplizierten Gründen können wir euch nicht alles erzählen. Ja. Also, und dann ist da noch irgendwie das Wort aus ethischen Gründen gefallen, was ich in diesem Kontext irgendwie so gar nicht einbasteln konnte, aber irgendwas wird das bedeuten. Sie haben in der Hinsicht viel Raum für Spekulationen gelassen, aber genau. Spekulationen führen einen ja auch nicht ans Ziel. Genau, deswegen lassen wir das Ganze einfach mal. Ja, aber ein Grund, den sie eben genannt hatten, war, wie du auch schon erwähnt hattest, dass sie eben mit dem Wachstum beim Pachy Schwierigkeiten hatten. Und dann festgestellt haben, dass sie beim Trike deutlich weiter sind. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass der dann vielleicht doch demnächst rauskommt. Und dann soll mit dem Trike tatsächlich auch das Sozialverhalten so langsam, ganz langsam eingeführt werden. Naja, der Trike braucht einfach ein Herdenverhalten. Ja. Sie möchten auch nochmal die Oberfläche ein bisschen überarbeiten, haben sie auch noch geschrieben. Und letzten Endes war so der Plan, die Roadmap, die sie angekündigt hatten, dass jetzt der nächste Patch dieser kleine sein wird, von dem sie ja schon mal geschrieben hatten und den wir auch erwähnt haben mit dem Champsosaurus. Genau. Der soll als nächster kleiner Patch demnächst immer noch irgendwann rauskommen. Und danach soll dann tatsächlich schon der große Patch mit dem Trike folgen.
Ja, also woran sie dann arbeiten. Ja. Wie das alles aussieht, in welchem Zeitrahmen wir uns da bewegen, wir lassen uns überraschen. Ja. Dann eine gute Na be oder bessere Nachricht für Mac-User. Hey, Sie haben das Bild geschafft, auf 30 Frames hoch zu pushen. Sie nähern sich einer spielbaren Mac-Version. Wird aber auch noch nicht so bald kommen. Nee, also 30 Frames ist auch nicht das Ziel sozusagen. Es ist so ein erster Sieg, Etappenerfolg. genau. Aber es wird definitiv auch noch weiter dran gefeilt und gearbeitet. Ja. Also nicht, dass ihr Mac-User sich euch jetzt denkt, oh mein Gott, wir kriegen nur 30 Frames auf dem Mac, das ist ja schrecklich. Nein, nein, das ist so das Zwischenziel Da ist gewesen. ein Kroko, das siehst du, ne? Ach so. Ja, da schwimmt eins, das ist doch ganz weit weg. Nee, ja, gut, okay. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich wollte doch nur was trinken. Während ich hier tatsächlich ein bisschen auf Regen spekuliere, aktuell. Weil wir sind ja jetzt schon mal im Sumpf. Jeder weiß, wir werden eine Weile im Sumpf bleiben dadurch. Aber hier kann man ja auch die Überschwemmung am besten sehen. Und ein bisschen, finde ich, kann man hier schon erahnen, dass vielleicht eine Überschwemmung stattfindet. Oder stattfand vor einer Weile, aber das ist noch nicht so richtig das, was ich sehen will. Ich will mehr sehen. Ja. Wie gesagt, mein Spielstand sieht halt aus, hat sich auch ein bisschen anders aus. Ja, bei Gabriel gibt es auch richtige Überschwemmungen. Ja. Also wie gesagt, wir haben alles getestet, warum es so unterschiedlich aussehen könnte. Keine Ahnung. Also. Wir haben die gleiche Update-Version, wir haben mehr oder weniger das gleiche System, also. Ja, es ist ein Mysterium. Moment, da komme ich her, oder? Komme ich daher? Ja, Bin ich jetzt schon schon. einmal drum rumgelaufen? Bist jetzt einmal schon im Kreis gelaufen, ja, wieso? So wie du das sagst, ist es eigentlich mehr so. Du bist schon fünfmal im Kreis Nein, gelaufen. nein, 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 nein. Ah, da sind sie, die Trikes. Man muss dazu sagen, es ist früh am Morgen, als wir das hier aufnehmen. Und von daher, verzeiht, wenn wir noch nicht ganz munter sind. Ich habe noch nicht mal meinen ersten Kaffee gehabt. Das ist natürlich ein Frevel. Aber wir wollten euch auch nicht dann mit Kaffeeschlürfgeräuschen in der Aufnahme stören. Ich korrigiere. Lumi wollte nicht, dass ich euch mit Kaffee und Schlürfgeräuschen Jetzt klingt es, als hätte ich dir irgendwas verboten. Das habe ich gar nicht. störe. Ich würde so gerne drohen. Warum geht denn Drohnen nicht mehr? E funktioniert nur schnuppern, wie bekannt. Nee, F meinte ich, Entschuldigung. Ach, F, genau, stimmt. Hatten wir aber auch schon mal herausgefunden. Ich habe es Ja. nur wieder vergessen. Wie gesagt, es ist noch früh morgens. Ich quatsch nur ein bisschen mit euch. Wusstet ihr, dass ihr Nachwuchs bekommt demnächst? Irgendwann? Ist das nicht toll? Hey, wer gibt mir Aufmerksamkeit? Hallo? Ich glaube, die Okay, Aufmerksamkeit nicht so viel möchtest du Aufmerksamkeit. jetzt dann doch nicht. Aber sie fühlen sich nicht wirklich bedroht. Sie nehmen mich nicht so richtig ernst. Kann ich auch Nein. verstehen. Sie Kann brauchen ich ja auch nur auf dich verstehen. rauftreten. Eben, deswegen. Ich kann es echt gut verstehen. Gibt es hier noch ein paar Didelphodons von uns? Oh. Hallo, Anatros. Richtig, was auch noch mit dem Trike dann kommen soll, mit dem Spielbaren, die Charging-Attacke, also das Anstürmen. Ja, das ist praktisch der Angriff vom Trike. Genau. So wie das Draufspringen beim Dakota Raptor. Man muss ja spielerisch das irgendwie umsetzen, dass der Spieler auch kämpfen kann. Obwohl ich sagen muss, für mich ist das Herdensystem, bevor sie ihn rausbringen, fast wichtiger. Da ich, also für mich persönlich, es ist jetzt eine reine persönliche Geschmackssache, ich kann Trike nicht als einzelnes umherziehendes Wesen spielen. Ja, ich bin da auch sehr gespannt, wie das wird, denn dann die Eltern schnell zu verlassen oder die Herde schnell zu verlassen, fände ich auch komisch, Ja, muss ich also sagen. das macht also für mich nicht so viel Sinn. Und halt einer KI-Herde zu folgen, also nach aktuellem KI-Stand. Oh nee, Oh Gott, oh wieso läufst du Gott. jetzt hier zurück? Ich wollte was Ach trinken. so. Ist nicht okay?
Hätte es ja sein können, dass du woanders trinken willst, anstatt wieder zurückzulaufen, um den gleichen Weg dann wieder in die andere Richtung zu laufen. Ja, aber eigentlich wollte ich mich ja noch so im Dunstkreis des Sumpfes aufhalten. Weil vielleicht regnet es ja doch mal irgendwann. Das ist jetzt so die eine Sache, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ich meine, Ankylo habe ich selber auch noch nicht gesehen. Aber da habe ich langsam auch schon die Hoffnung aufgegeben. Ja, vielleicht liegt es auch wirklich im Spielstand, dass ihr nochmal, keine Ahnung. Dass ich es nochmal neu installieren soll? Ich weiß es nicht. Also, ihr habt uns ja auch schon ganz nette Tipps gegeben, aber die hatten wir alle schon tatsächlich selbst gemacht. Das sind so. Ja, also es gibt halt auch nur begrenzte Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und wir haben ja auch mit anderen Spielständen hier keinen Erfolg, was Ankylos angeht. Und was diese Nachtsicht angeht. Ja, das verstehe ich gar nicht. Ich bin auch immer noch der Meinung, das ist ein Bug. Naja, aber irgendwie ein offizieller Bug dann, oder? Ich weiß es nicht. Weil auf dem Discord hieß es ja auch, aber da ist auch nicht näher drauf eingegangen worden, oder? Nee, das ist, scheint eine ganz normale Sache beim Spiel zu sein, dass man in der Nacht sehen kann. Also wenn ihr da nochmal was rausfinden könntet, wir wären da sehr dankbar. Also, weil ich habe dazu jetzt nichts weiter gefunden. Ja, vor allem auch nicht in den Spieleinstellungen. Ich würde gern so eine Nachtsicht haben. Das erleichtert einem vieles. Ja, es macht ja halt auch irgendwie Sinn für einen Jäger, in der Nacht sehen zu können. Ja, hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal bemängelt, dass wir das nicht können. Hallo, bitte töten. Danke. Ein bisschen angeln. Was hat denn ein richtig ausgeglichenes Menü für den Kleinen? Ein bisschen Fisch. Ein bisschen Delphodon. Ja. Mal eine Echse. Ja, das ist ziemlich ausgewogene Ernährung. Ja, würde ich auch sagen. Also Mangelernährung ist schon mal nicht der Grund, warum Dakota Raptor ausgestorben ist. Nein, das sind eher immer noch die Paris. Ja, gut, ja, das haben wir bereits etabliert, das stimmt. Ja. Das haben wir schon untersucht. Bei den Paris ist halt, aber ich laufe auch langsamer durch die Gegend als du. Das liegt vielleicht auch daran. Paris sind übrigens deswegen so schwierig für das Wachstum, weil sich die Hörner halt sehr stark verändern von, man hat ganz viele lange spitze Hörner zu einer geschlossenen Knochenplatte auf dem Kopf für den, also beim fertigen Pachy. Und das zu animieren, das kriegen sie halt nicht ohne erhöhten Mehraufwand hin. Und wenn sie mit dem Zweig halt weiter sind, ist das durchaus die logische und sinnvolle Entscheidung. Ja, weil sie eben auch meinten, wir können jetzt nicht nochmal monatelang warten, bis ein neuer spielbarer Dino rauskommt. Vor allen Dingen haben sie ja auch festgestellt, dass sie so langsam aber sicher das Vertrauen ihrer Spielerschaft verlieren. Und da muss man dann als Firma tatsächlich gegensteuern und sagen so, hey, 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 ganz entspannt, kriegen wir hin. Ja, weil man möchte es ja nicht unbedingt so haben wie EA, wo jetzt quasi jeder hauseigene Titel floppt. Weil einfach die Leute abgefrühstückt sind, abgegessen sind. Was ich auch verstehen kann, also ja, es gibt richtig geile Spiele, Anthem jetzt beispielsweise, die verzichten auf Microtransactions, also bis auf halt ein paar Skins, die du kaufen kannst, aber buhuhu, ja, das ist jetzt nichts Wildes, während sie halt bei Battlefield 5 mal wieder Lotterie eingeführt haben und ja, das möchte man nicht. Du kannst übrigens eine Stufe älter werden. Ja, ich weiß, ich wollte dich nur zu Ende reden lassen. Das ist alles. Und mich jetzt hier schön hinpacken und groß werden. Naja, größer werden. Wir sind immer noch nicht super. Wir sind noch weit weg von super. Aber wir sind schon ein bisschen cooler. Ja. Wobei mich das immer noch irritiert mit dem Wachstum, dass man die Stufe immer noch durch Schlafen nur erreichen kann. Und nicht nur mal zum Aufwachsen, ja. Also irgendwie, man merkt durchaus das graduelle Wachstum, das merkt man, weil zum Beispiel gerade, wenn man langsam zum Erwachsenen wird und der Kopf dann langsam immer ein helleres Grau annimmt, das sieht man definitiv. Aber dass der letzte Schritt dann durch das Schlafen passiert, finde ich irgendwie immer noch irritierend. Ja, aber wie sollen sie dann das umsetzen? Ja, ja, natürlich. Das fließend umzusetzen, dafür haben sie einfach nicht die Manpower. Also das würde ein AAA-Studio hinkriegen, ja, wo wir gerade bei EA waren oder sowas, aber nicht so kleine Indie-Programmierer. Ja, ich muss auch sagen, ich persönlich finde es ja auch gut beim Spielen, denn dann kann man sich eben entscheiden, nee, ich möchte jetzt als Kleiner weiterspielen. Ja, genau, vor allem, weil wir ja die Flugfähigkeiten eingebüßt haben und die Kletterfähigkeiten. Ja. Also, das ist schon okay. Also, finde ich auch super. Und
Ja, also sind ja auf dem richtigen Weg. Ne? Und man muss ja auch mal einfach mal, ich weiß, ich merke immer ganz gerne auch ganz viel, aber man muss auch mal anerkennen, dass für die Anzahl an Leuten, die sie haben, sie eine richtig gute Arbeit leisten. Ja, Im Groben und das Ganzen. stimmt. Vor allem, weil gefühlt irgendwie nur zwei Programmierer oder drei Programmierer da sind und ungefähr 10 Artists, also 10 Zeichner, Künstler. Ja. So, wenn man sich durchliest, wer welchen Job da macht vom Team her, war das ein so, Artist, 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 Naja, Programmer, Artist, es Artist, soll Artist. halt auch sehr Okay. um die Grafik gehen, aber Grafik ist halt auch nicht alles. Ja, aber wie war das mit? Der arme Programmierer muss diese Grafik ja auch noch wieder implementieren. Der muss es ja auch im Quellcode packen. Ja, Also. und insofern bin ich wirklich gespannt, wann und wie sie den Pachi dann rausbringen. Denn wenn sie so viele Grafiker haben, aber jetzt trotzdem das große Problem haben, dass sie nicht genau wissen, wie können sie das mit dem Pachi elegant lösen, dass es gut aussieht, die einzelnen Wachstumsstufen, bin ich wirklich gespannt, wie es dann am Ende aussieht, wenn dann der Pachi mal ins Spiel kommt. Ich auch. Aber ich denke mal, da werden die Jungs schon was Gutes abliefern. Ja, Also, da habe ich keinen Zweifel. da Das ist steckt so viel Herzblut drin in diesem Spiel. ja potenziell der Grund, warum es nicht kommt. Ich glaube, es würden Das könnte kaum jetzt Spieler, Salzwasser sein, oder? kaum ein Spieler würde es ihnen übel Ja, nehmen. ist Salzwasser. Ja, ist es. Ich musste noch mal einen Schluck nehmen. Ich hatte noch nicht genug gebrannt beim ersten Mal. Ah, okay. Ich habe nicht mitgekriegt, dass ich schon so weit gelaufen bin. Überschwemmung? Nein. Was hat gerade so wie Wasser geleuchtet? Ja. Das war einfach nur noch nicht nachgeladen. Ja, ich weiß. Ich krieg die ganze Zeit Kampfanimation. Also Kampfmusik. Musik, okay. Naja, wird schon. Aber es ist auch Nacht. Ja. Und Zeit, ins Bettchen zu Genau. gehen. Wir haben viel geredet, ihr habt viel gesehen. Und dementsprechend würde ich sagen, oh, oh, Pachi. Oh Gott, Pachi. Wir haben nicht gespeichert. Yay! Wir haben gespeichert, als wir groß geworden sind. Stimmt. Wir gehen mal kurz noch dahin und dann sagen wir Tschüss. Okay. Siehst du, mit Nachtsicht wäre das nicht passiert. Ich hab's doch noch gesagt. Ich bin nicht schnell genug aufgestanden, ich habe mich ja schon hingesetzt. Oh. Ich finde, da müsste so ein Fluchtaufstehen geben. Wenn gerade der Massenmörder namens Pachi auf einen zugerannt kommt, muss man doch schneller Vor aufspringen, allem, weil als wir. wenn man gemütlich gerade Vor allem hatten sie da aufsteht. nicht irgendwie was gesagt mit Verstecken und Sichtsystemen? Naja, Voll für ich den lag, Popo. glaube ich, recht offen. Es war dunkel. Ja, alle anderen haben ja offensichtlich Nachtsicht. Nur ich nicht. Na gut, okay, dann beenden wir hier. Das ist ja auch okay. Genau, setz dich irgendwo in die Fahne oder und dann. Ja, ich brauche dafür, glaube ich, einen hohen Busch, um wirklich versteckt zu sein. Hier, sowas hier, oder? Ja, genau. So, hier Das war ein schön. Krokodil, aber passt schon. Ich bin doch jetzt versteckt. So, schön hier rein. Zack. Niemand sieht mich. Genau. Bin unsichtbar. So, wie gesagt, viel geredet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn Wir ja, lasst einen Daumen nach oben da. würde uns freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.